Menschen, die die Menschenrechte haben müssen, sich zu äußern. Allerdings in der Türkei jede Opposition von einem faschistischen Staat unterdrückt wird und keine auch akzeptiert wird. Nicht mal von einer sozialistischen Ebene aus. Sie beschuldigen jeden Menschen, dass sie keine Demokraten wären, diejenigen wären, die einen Staat hierbei zersplittern möchten. Aber es ist nicht so. Auch die Künstler werden verhaftet und die Opposition wird in jeder Weise unterdrückt. Man kann sich das ganz einfach vorstellen, dass Erdogan hierbei nichts akzeptiert und zugleich hier in der Türkei auch in Deutschland auch eingreift. Heute sind es die SEB-Mitglieder, auch die Führungskader selber, 16 Mitglieder dieser sozialistischen Ebene sind gestern an einem Tag verhaftet worden. Allerdings, diese Verhaftungen sind nicht wiederum mit Menschenrechten, bitte kommen Sie, Sie sind verhaftet worden, passiert, sondern Sie wurden hierbei